stürmische Szenen nördlich von San Francisco. Ein sogenannter Bombenzyklon sorgt auf der Richmond Bridge für Chaos. Ein LKW wird vom Wind erfasst und kippt, als wäre er Spielzeug. Wie ihm erging es zahlreichen weiteren LKW-Fahrern am Wochenende in Nordkalifornien. Nach der heftigen Dürre mit enormen Waldbränden im Sommer spielt das Wetter an der US-Westküste schon wieder verrückt. Ein sogenannter Bombenzyklon, ein intensives Wetterereignis, bei dem der Luftdruck schnell abfällt, sorgte für heftige Winde und Rekordregen. In Sacramento wurde gar der Allzeit-Niederschlagsrekord von 1880 gebrochen. Über die San Francisco Bay fegten am Samstag und Sonntag gleich zwei Stürme gleichzeitig. Windgeschwindigkeiten von über 100 Kilometern in der Stunde und Sturzfluten setzten Straßen unter Wasser, entwurzelten Bäume, beschädigten Häuser und es kam zu Bränden. Fast eine halbe Million Menschen waren zeitweise ohne Strom. In den ehemaligen Waldbrandgebieten kam es zu mehreren Erdrutschen. Auf der Sierra Nevada mussten Straßen wegen starkem Schneefall gesperrt werden. Wetterchaos pur an der US-Pazifikküste, auch wenn einige wenige ihren Spaß daran haben.